So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dickes. Walking Dead ist wieder mal unterwegs. Eigentlich wäre heute Community Raid mit Demeteros in der Wolkenform. Aber ich habe mein Auto nicht. Das steht schon seit 3 Wochen in der Werkstatt. Holst es Donnerstag? Ach nee, Donnerstag, wir haben es nicht geschafft. Holst es Montag? Ach, Montag, wir haben es nicht geschafft. Mach's doch vielleicht doch wieder Donnerstag. Mal gucken. Ist ein bisschen komplizierter, weil du hast ja nicht nur eigene Sachen, du hast ja auch noch andere Termine. Jetzt musst du vieles umlegen, absagen, hin und her. Jetzt ist Jonas auch noch krank. Guck dir das an. Guck doch mal, wie krank der ist. Der ist so krank, der zieht eine dunkle Mütze zu einem hellen... was zu dem hellen Teil an. Das sieht aus, als wäre er Malermeister. Das ist richtig genial. Wir wollen jetzt aber in die Stadt, weil ja, wir müssen zum Arzt. Und dann gucken wir, falls irgendwo ein Community Raid trotzdem möglich wäre, was er erst ab 11 ist, dann machen wir den zwar am Montag, aber ich glaube, das wird am Montag nichts mehr bis 15 Uhr den zu veröffentlichen. Also hauen wir den für Dienstag raus. Das ist also das Dienstagsvideo gefilmt am Montags Walking Dead. Das Muttertier ist auch da, aber die ist aggressiv und böse, deswegen können wir die nicht zeigen. Ach, jetzt lacht sie wieder. Guck, wie sie lacht. Ja, ich lache mit Jonas. Also, hat sie mein T-Shirt an und anstatt sie froh wäre, dass sie so ein schönes T-Shirt mal anhat, schimpft sie nur wieder. Das ist hässlich, das müssen wir wegschmeißen. Das ist total ausgegriffen und so. Weil ich so oft anhabe, weil es so schön ist. The Walking Dead ist neu, das sieht man ja. So, jetzt aber in die Stadt, mal gucken, ob wir das schaffen. Bus fahren, ich hasse Bus fahren. So, das Muttertier hat es geschafft, erfolgreich, mit dem Kinderwagen im Bus. Bin das letzte Mal Bus gefahren, da war ich selber Schulkind. Lustig auch, dass jetzt eine ganze Kindergartengruppe da reingekrabbelt ist in den Bus mit grünen T-Shirts von Max und Moritz Kindergarten. Die steigen jetzt noch alle aus. Hinter uns ist noch der Bus. Wir sind in der Sachsenstraße und ich muss sagen, irgendwie hat es mich erinnert an München mit dem Hannes. Nur, dass das nicht Hannes ist und wir kein Bier hatten. Aber Busfahren ist doch nicht so schlimm. Da finde ich irgendwie Zugfahren schlimmer. Weil das ist irgendwie so, ja, so eintönig, aber so durch die Stadt. Alle 10 Sekunden Haltestelle, ich habe meine Leidenschaft wieder neu entdeckt. Da ist der Bus, das ist richtig cool. Mit dem sind wir gefahren. Jetzt aber zum Kinderarzt und dann später Community Raid. So, das Muttertier hat es geschafft, hat auch den Kinderarzt überstanden. Jonas ist jetzt auch wach, der hat die ganze Zeit geschlafen. Wir haben Glück. Eigentlich habe ich gesagt, das Video ist für Dienstag, aber ich sehe jetzt schon, es kommt doch noch am Montag, also falls wir es schaffen, mit dem Bus irgendwann wieder zurückzufahren. Denn ganz da vorne, am Judendenkmal, geht 11.19 Uhr ein Demeteros auf. Den habe ich jetzt gepostet. Wir laufen jetzt über den Markt zum Demeteros als Community Raid. Und unterwegs vielleicht noch eine Bratwurst, weil das ist dann Frühstück um 11.30 Uhr. Bratwurst. Bratwursi-Heck. Ja, Mittag weiß ich nicht. Ich hätte mal wieder Bock auf einen Döner, aber irgendwie habe ich ja eh kaum Geschmack. So, hier gibt es Handtaschen, sucht euch eine aus, wir sehen uns gleich. So, normalerweise gab es ja aber 2 Bratwurststände auf dem Markt. Die standen beide genau nebeneinander dort drüben. Der eine ist irgendwie jetzt dort. Das heißt, wenn der weggeht, muss ich ja sowieso zu dem. Außerdem ist der ja eh zu. Und jetzt habe ich mir überlegt, ich habe einen Mann gesehen, der hat Bier getrunken, ich habe doscht. Habe ich mir gleich noch ein Bier dazu geholt. Hier gibt es erstmal Bratwurst. Das Muttertier sagt immer, sie braucht nichts. Sie nimmt immer komplett ohne. Bei mir am besten immer mit Senf und mit Ketchup. Hier habt ihr die dritte Wurst. Servus. Ne? Und dann habe ich gesagt, ein Bier. Sie fragt, Hasseröder oder Krombacher? Ich drehe mich um zum Muttertier. Hasseröder oder Krombacher aus dem Bauch herauskommen? Sie sagt, Krombacher. Ich drehe mich rum. Ein Krombacher bitte. Was ist das? Dann gibt die uns natürlich Hasseröder. War aber dann egal, hat sie gesagt, jetzt hat sie die Entscheidung getroffen, aus Versehen. Und dann, ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Bratwurst, Bier, Marktatmosphäre, Tauben, Wetter, was auch passt. Aber auf zum Community Raid mit dem Muttertier. So, wir haben jetzt hier eine Bushaltestelle gefunden, aber hier können wir nicht fahren, weil irgendwie alles, was hier dran steht, führt aus Meiningen raus Richtung 30-Acker zum Klinikum. Wir müssen wohl wieder in die Sachsenstraße beim Pizzatown Dönermann. Und der fährt dann immer in Meiningen im Kreis oder so. Und das ist schon das Ganze. Da steht eine leere Flasche Bier. So, Jonas testet schon mal die Ketten aus. Ne? Und hier vorne habt ihr die Arena. Also das ist das Muttertier vor der Arena. Aber ansonsten ist das die Arena. Erkennt man unter diesem
dicken, breiten Baum. Das ist das Judendenkmal. Und da ist, da findet der Community Raid statt, dass ihr das auch mal gesehen habt. Hier dahinter hört man Kinder, da ist auch gleich noch ein Kindergarten, da ist eine Brücke. Hier ist gerade einer mit dem Fahrrad lang gefahren. Dort vorne über die Straße links kam ein Auto, ging es nur, oh, fast wäre es passiert. Wir warten jetzt auf den Raid, dann machen wir schnell den Demeteros und dann zurück. Und dann kriegt ihr das immer noch am Montag. So, es ist 11.30 Uhr, ich werde jetzt mal in der Gruppe kurz Go schreiben. Dann auf die App wechseln, dann mit beiden Accounts auf den Raid draufgehen. Da seht ihr schon Demeteros. Also eigentlich müsste man sich ja freuen, wenn Demeteros in den Raids ist, aber halt nicht diese Form. Die Wolkenform ist halt irgendwie nutzlos. Die Tiergeistform ist heftig. Der Boss, das ist der Unterschied. Wir haben jetzt Matze Nottland, Monolog ab ins Tierheim und fein lecker Bier, die wir einladen. Dann gucke ich hier drüben mal kurz. Kann ich Alex noch mitnehmen, Ayaka, Bestzeit, David und Kathy und die Hilde Becker. Hier habe ich auch wieder einen Platz noch frei. Dann nehmen wir mal hier noch Wanne mit. Dann gucken wir mal ganz kurz in die Raid-Gruppe, dass ihr das seht. Wir haben den Raid in der Raid-Gruppe gepostet. Wieder mit Zeit, mit Arena, mit allem drum und dran. Das ist das Judendenkmal, 11.30 Uhr. Da wurde sich eingetragen. So. Und ich habe natürlich vorhin eine Konda-Übersicht zu Demeteros in den Community-Tab auf YouTube gepostet. Wenn ich also auf meinen Kanal gehe, habe ich hier den Community-Tab. Da seht ihr, Demeteros ist Boden und Flug. Ihr nehmt also am besten Wasser gegen Boden oder ihr nehmt Eis. Eis gegen Boden, Eis gegen Flug. Eis ist doppelt krass, doppelt effektiv unterwegs. Deswegen nehmt am besten Eis-Pokémon, das Shiny ist auch aktiv. 100er Wert 20,50 und 25,63. Wenn ich mal hier auf dem Samyang Bulldog Account gucke, der hat Marmutel, Kyogre, Rex Blizzard, Marmutel und Mewtwo. Mewtwo sicherlich mit Eisstrahl, ansonsten halt zwei Wasser-Kyogre. Rex Blizzard ist ja Eis, hat auch eine Mega-Entwicklung. Marmutel auch als Eisangreifer am Start. Und was hat der Habanero Lime Account, der Free-to-Play Account? 6 Krypto Marmutel. Das ist alles. Ich versuche auf dem Habanero-Account sowieso, egal ob 100er, egal ob Shinies, ich versuche auf Kryptos zu gehen, da sind die IV egal, weil selbst ein 0%iges Krypto ja besser ist als ein 100%iges normales. Deswegen nehme ich hier die Kryptos. Ich muss nur gucken, dass die Attacken auch stimmen. Also der hat schon mal Lawine. Das ist gut. Kann auch sein, manche haben noch Frustration oder haben Antikkraft oder irgendwas, aber eigentlich brauchen die Marmutel in dem Fall natürlich alle Lawine, dass das Eis ist, Eis gegen Boden und Eis gegen Flug. So, werde ich jetzt jeden Tag Demeteros raiden? Im Mega Raid ist Mega Simsala. Mega Simsala war erst da. Ich kann nicht verstehen, es gibt so viele Raid-Bosse in den Mega Raids, die noch gar nicht da sind, noch nie da waren. Oder die schon mal da waren und schon ewig nicht wieder reingekommen sind. Ich hätte mich über was Neues gefreut für den Habanero-Account. Der braucht viel Energie bei vielen Pokémon, dass er die überhaupt mega entwickeln kann. Aber sie haben schon wieder Simsala drin. Das verstehe ich nicht. Simsala war vor zwei, drei Wochen war erst Simsala drin. Da habe ich, glaube ich, statt dem Fünfer immer Simsala geradet. Jetzt wieder Simsala raiden ist eigentlich Quatsch, brauche ich nicht. Aber Demeteros raiden ist eigentlich auch Quatsch, aber man macht es ja wahrscheinlich doch eher Demeteros raiden wegen den Sonderbonbons. Wir gehen jetzt mal hier rein. 1988 haben wir auf dem Samyang Bulldog Account. Hier haben wir 20. Jetzt sehe ich es nicht, 2031, war nicht der 100er Wert, irgendwas mit 2050 oder so. Wir curven einfach mal, werfen mal drauf, treffen großartig, also das ist auf jeden Fall ein Unterschied. 1980 zu 2030, aber ein 100er dürfte es jetzt noch nicht sein, weil der war ja, glaube ich, 2050 und 25 noch was mit Wetterboost. Der ist nervig, weil der wieder hin und her geht. Ansonsten gucken wir mal, dass wir den Kreis irgendwie so einstellen, dass wir einfach fabelhaft treffen können. Dem anderen gebe ich schon mal eine Beere. Ich habe leider nicht in den Kreis getroffen.
Ich kann es ja nochmal probieren, wenn der rechts steht. Es war wieder zu weit drunter. Also der Ball muss höher. Da muss mehr Bums hin. Aber ich denke, ich habe genügend Bälle. Ich kann ein bisschen experimentieren. So. Wieder zu kurz. Der Kreis war auf jeden Fall für einfach fabelhaft. Aber ich habe unter den Kreis geworfen. Ich muss mehr Schwung reinbringen. Ja, das war, weiß ich nicht. Jetzt ist er nochmal nach rechts gegangen. Wir haben auch wieder über den Kreis geworfen, aber er ist schon drin. Das heißt, ich habe gar nichts getroffen. Einmal großartig, ansonsten nur Rotz. Aber es hat gepasst. Wir bewerten den mal kurz. 15 Angriff, 14 Verteidigung, 12 KP. Kann man ja aus Spaß, man hat ja eh zwei Spezialtrades pro Tag, mal hin und her tauschen, so ein 100er für die Sammlung, kann man ja mal mitnehmen, aber so einen würde ich nicht hochziehen, da würde ich die Bonbons eher sammeln für einen Tiergeist, Demeteros, weil es auf jeden Fall stärker ist, besser und nützlicher. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und das Muttertier und das Jonas-Tier. Wo ist denn die Mütze? Da. Jonas hat auch erstmal getrunken, ne? Der hat Wodka, ist nämlich glasklar in der Flasche. Und das heißt ja, habt ihr schon einen Demeteros gemacht heute? Habt ihr schon einen Shiny? Habt ihr einen 100er? Wie findet ihr das Pokémon? Schreibt's alles rein. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.